Brickett hat mich versorgt mit dem dritten Lego Star Wars Set, was im Januar 2024 erschienen ist. Ihr alle kennt ja wahrscheinlich dieses wunderbare Teil und die meisten von euch dürften das überteuerte Mistvieh dann wahrscheinlich auch schon mal gesehen haben. Aber wusstet ihr, dass im Januar 2024 auch ein neues Lego Star Wars Polybag erschienen ist? Und genau das hat mir der liebe Brickett eben zugeschickt und alles, was ich dafür tun musste, ist in seinem Ebay-Shop das Polybag zu kaufen. Das ist doch toll, ich habe es voll bezahlt und dafür hat es mir einfach zugeschickt und das finde ich natürlich richtig klasse. Und das müssen wir uns heute angucken. Das ist nämlich was ganz Besonderes, vor allem wegen einem kleinen Detail. Und das neue Polybag ist ein AAT. Und ich glaube, ich bin auf YouTube der Erste, der das in der Hand hat oder der Zweite oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall ist das ziemlich spannend, weil das ist natürlich etwas, was wir lange nicht mehr hatten. Aber es gibt ein Detail da dran, welches unglaublich interessant ist. Hey, lieben Brixies, und ein herzliches Willkommen hier zum Lego Star Wars Set Nummer 30680, dem AAT. Einem Polybag, welches wir seit Jahren nicht mehr hatten. Und seit Jahren ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort, weil das letzte Mal, dass das hier erschienen ist, war im Jahr 2016 in einem Magazin, nämlich dem Magazin Nummer, ich glaube, 13 oder so. Also wirklich schon lange, lange her. Und der sah auch noch um einiges anders aus. Der heute ist ein wunderbares Teil. Und ich freue mich, den in der Hand zu haben, den heute mit euch auspacken zu können. Wir wollen natürlich schauen, lohnt sich das Ganze? Aber vor allem auch, was hat es eigentlich mit diesem Sticker hier auf sich? Denn hier unten steht 25 Jahre Episode 1 The Phantom Menace. Und das ist wahrscheinlich ein Ausblick auf zukünftige Sets im Jahr 2024. Und ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt ich bin, seit wir da diesen kleinen Sticker gesehen haben auf dem ersten Bild von diesem Polybag. Weil dieses Ding hier bedeutet, es kommen noch weitere Sets. Beim letzten Mal, ich glaube, das war Episode 2 oder so, die jetzt auf den letzten Battle Packs mit drauf war und so weiter. Und wenn das heißt, dass wir vom Episode 1 eben noch so 1, 2, 3 Sets bekommen, vielleicht sogar einen wunderbaren AAT in Sandfarben, dann bin ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und das wäre natürlich ein absolutes Träumchen. Für heute wollen wir uns erstmal das Ding anschauen und uns dann auf das weitere freuen, was auch immer da eben noch so kommen mag. Das Ding kommt mit ungefähr 70 Teilen, glaube ich, waren es und kostet momentan um die 4 Euro. Wir bekommen das, glaube ich, bisher nur bei 2 Shops. Und der eine Shop ist Brickit, das ist eben der Ebay-Shop, wo ich auch bestellt habe. Und das andere ist Lucky Bricks, die haben das momentan für 3,50 Euro tatsächlich im Online-Shop. Ich kann euch aber sagen, es wird wahrscheinlich eine Möglichkeit geben, das noch ein wenig günstiger zu bekommen. Denn in den letzten Jahren war es immer so, dass zum Beispiel beim X-Wing oder bei diesem Imperial Shuttle, dass man das eben zum May the Force noch einmal gratis bekommen hat. Das heißt, da gibt es eben so 2 gratis GWPs und das eine davon gibt es dann ab 150 Euro, wie auch immer, oder ab 80 oder 85 Euro und das hier dann meistens ab 40 Euro Einkaufswert. So war es zumindest bei dem X-Wing und dem Imperial Shuttle aus den letzten Jahren. Das war eben immer wieder so und deswegen vermute ich einfach, dass ihr dieses Polybag ganz einfach genauso zum May the Force noch einmal gratis bekommt. Ja, und was gibt es Besseres, als rauszufinden, ob sich das hier für den Einkaufswert von 40 Euro gratis lohnt. So, ich habe natürlich meine Schere namens Susi schon einmal bereitgelegt und wir werden das Polybag einmal kurz hier unten aufschneiden, um einmal reinzuschauen, was denn so eigentlich drin ist. Und dann müssen wir es natürlich zusammengebaut auch mit dem alten Modell von 2016 eben vergleichen, weil ich glaube, dass so der ein oder andere von euch das vielleicht zu Hause haben könnte. Und ich muss schon mal sagen, das Ding ist ganz schön klein. Als ich es rausgekramt habe, dachte ich, wo sind denn die restlichen Teile geblieben? Aber nein, das ist tatsächlich alles. Und ich kann euch sagen, das hier ist größer. Und wenn ich größer sage, dann meine ich auch größer. Das Ding ist der Wahnsinn. Es gab einen kleinen Fehler in der Bauanleitung, das ist ganz lustig. Da verschwinden nämlich zwischendurch einmal die Kanonen an den Seiten. Das ist nämlich einfach hier. Von Schritt 13 auf Schritt 14 sind die einfach weg. What happened? It's like weapons malfunction, but everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here now. Thank you. How are you? Aber das ist ja auch nicht so schlimm, ist alles im Rahmen, bitte schickt keine Streife. Und dann haben wir noch 4 Ersatzteile mit dabei, auch da nichts Weltbewegendes, außer dieser kleine Technik-Pin. Der ist nämlich relativ neu, der hält ein bisschen besser als die blauen, also noch ein bisschen besser, also ist einfach nur so ein bisschen fester. Und dann haben wir natürlich unseren AAT dabei und das Ding ist der Wahnsinn. Ich muss natürlich im Vornherein sagen, ich bin ein großer Fan von diesem More Armored Assault Tank. Ich habe seit meiner Kindheit versucht, den auszusprechen und ich kann es bis heute nicht so richtig. Aber das Ding ist wirklich cool geworden. Ich bin auch ein großer Fan von Episode 1. Ich habe mich jetzt geoutet als Prequel-Lover. Aber wer das noch nicht bemerkt hat, das weiß ich jetzt auch nicht. Also das Ding ist ziemlich cool. Was hier natürlich auch auffällt, man könnte das Ganze auch in anderen Farben nachbauen. Das wäre dann natürlich was für die Zukunft. Denn diese Teile hier vorne sind, glaube ich, hier das erste oder zweite Mal tatsächlich in Tan, also in Sandfarben enthalten. Das sind nämlich diese halbrunden Teile, die wir vorher in Grau in dem Ahsoka's Battle Pack drin hatten. Das heißt, in Hellgrau sind die schon mal enthalten. Da haben wir auch 2 Stück dabei. Das heißt, wäre das Ding eben so
so in Blau und Hellgrau nachbauen möchte, der hat bei dem Ding hier absolut tolle Chancen. Und ja, ich gebe es zu, wenn jetzt nicht das Jubiläum von Episode 1 gewesen wäre, dann hätte ich mich auch sehr über eine blau-graue Variante davon gefreut. Die hätte man nämlich wunderbar mit dem Tri-Droid hier aus dem Battle Pack kombinieren können. Die sind nämlich dann im gleichen Scale. So, nur aber zu den Features und einem kleinen Vergleich, denn dieser AAT packt unglaublich viel. Wir haben natürlich ein bisschen was unten drunter, damit das nicht über den Boden schleift oder auch nichts zerkratzt, wie man das halt so kennt. Aber die Dinger, die halten eben auch das ganze Schiff so ein bisschen zusammen. Wenn man das jetzt entfernt, dann fällt das hier vorne gern mal ab. Also immer schön dran lassen, das hält dann doch ein bisschen mehr. Hier vorne haben wir lustigerweise sogar die Klappe, die man hochklappen kann, um den Clanker da rauszuziehen. Also das ist ganz nett. Das finde ich ganz cool, dass man diese Klappe eben auch aufmachen kann. Dann haben wir natürlich die Kanonen an den Seiten, die lassen sich hoch und runter drehen oder auch abmachen, wenn man jetzt der Bauanleitung folgen möchte. Und dann natürlich ganz oben einmal die Kanone. Hinten übrigens gibt es nichts zu machen, das ist wie bei dem alten AAT. Das ist einfach nur hier so eine abgeschlossenes, geslopte Sache. Und hier oben kann man so ein bisschen noch reingucken, aber das ist hauptsächlich der Bautechnik geschuldet. Und dann, wie gesagt, hier oben die Turret, also die Kanone. Und da muss ich, glaube ich, meinen einzigen Kritikpunkt an diesem Set loswerden, weil das Ding ist ein bisschen zu durchsichtig für das, was es sein soll. Und das ist schade. Natürlich, man kann es jetzt hoch und runter klappen, aber meiner Meinung nach hätte es hier noch eine Abrundung ein bisschen besser getan und der Clip dann ein bisschen weiter vorne oder sowas. Das hier vorne sieht ein bisschen zu dick aus und hier hinten fehlt einfach was. Alleine, wenn man das ganz nach hinten schieben würde, dann sähe das auch noch ein bisschen schöner aus. Also so, ich weiß nicht. Ganz gefällt mir das nicht. Ich werde da vielleicht nochmal irgendwie aktiv werden und das umbauen. Die Klappe hier oben lässt sich übrigens nicht öffnen. Wenn man das versucht, dann sieht man darunter ganz viel Technik bzw. ganz viele graue Steine. Also das bringt einem überhaupt nichts. Und hier vorne könnte man rein theoretisch, wenn man möchte, auch noch einen Jar Jar ranhängen. Der ist leider in dem Fall nicht enthalten. So, kurzer Vergleich. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen nebeneinander gezeigt und ich muss tatsächlich sagen, der neue ist um so viele Welten besser. Wir haben natürlich zum einen deutlich weniger Stats, die hier zu sehen sind. Auf dem alten Modell, da sah man quasi nur Stats. Was ich ganz spannend fand bei dem alten Modell war der Droidenkörper, der dann hier für die Kanone genutzt wurde. Den haben wir jetzt beim neuen natürlich nicht. Macht natürlich Sinn. Deutlich größer und so weiter und so fort. Der war auch nicht besonders schick beim alten, aber das war einfach eine schöne Bautechnik, die man heute eben nicht mit dabei hat. Und das ist ganz interessant. Die konnte man natürlich dann damals auch bewegen und die Klappe theoretisch öffnen, wenn man das dann so sehen möchte. Hinten war natürlich hier an den Seiten auch was dran, aber es war deutlich kleiner als das, was wir jetzt eben haben. Und das Neue ist auch ein bisschen schöner, finde ich ganz nett. Die Sachen an den Seiten sind auch die gleichen. Also das finde ich auch ganz spannend. Haben wir hier nur so einen Cone und dann eben diese Pistole da an der Seite. Ja, ist interessant gemacht. Die Farben sind natürlich die gleichen, das muss so. Und hinten tatsächlich auch die gleichen Teile genutzt wie beim Neuen. Also beziehungsweise andersrum, beim Neuen sind die gleichen wie beim Alten. Und das Spannendste finde ich eigentlich, wenn man sich die Preise mal nebeneinander anguckt. Denn dieses Ding hier mit Magazin dran ist für 3,99 € damals im Jahre 2016 erschienen. Und wenn man sich mal die Inflation anguckt, die ja ganz schön gekickt hat in den letzten Jahren, dann liegen diese 3,99 € oder 4 € mittlerweile bei über 5 €. Das Polybag gibt es für unter 4 €. Das heißt 3,50 €, 4 €, vielleicht sogar gratis, wenn ihr eben in diesem May the Force Ding einkauft und es das dazu gibt. Das heißt, das hier bekommt ihr richtig günstig und hierfür musst ihr was zahlen. Und dabei sieht das hier noch deutlich, deutlich besser aus. Also ich bin mir nicht sicher, ob es das irgendwann mal physisch in einem Laden zu kaufen gibt oder zumindest in den nächsten Monaten. Ich bin sehr gespannt, wahrscheinlich so zum Ende des Jahres hin, nachdem die May the Force Aktion vorbei ist. Bis dahin, wie gesagt, findet ihr das bei Lucky Bricks auf jeden Fall und bei Brick. Beide habe ich euch unten in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Das Modell ist wahnsinnig cool und wenn ihr das irgendwo seht oder jetzt eben sowieso bei Lucky Bricks was bestellt oder online auf eBay, dann nehmt das gerne einfach mit. Das Ding ist wahnsinnig niedlich und ich freue mich drüber, das jetzt schon in der Hand zu haben, natürlich. Und ich könnte mir sogar vorstellen, noch so das ein oder andere mehr davon zu kaufen. Natürlich, es ist kein X-Wing, von dem man jetzt 20 Stück braucht, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, so 20 Stück davon nebeneinander als Armee sähen natürlich auch ganz nett aus. Aber vor allem, was dieses Modell eben möglich macht, zum einen die Möglichkeit auf einen weiteren größeren AAT, den wir auch seit 2015, glaube ich, nicht gesehen haben. Und dann die 25 Jahre Lego Star Wars Plakette auf der Verpackung. Auch das ist eben nochmal etwas, was sehr viel Hoffnung macht auf ein paar neue Lego Star Wars Sets mit Minifiguren, die wir seit Jahrzehnten teilweise nicht mehr hatten. Also es könnte ein absolutes Wunderwerk werden. Es könnte auch sein, dass das hier das einzige ist, was wir jemals zu Episode 1 dieses Jahr bekommen. Ich hoffe aber nicht, weil das hier macht doch definitiv schon Lust auf mehr. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare,
Kommentare, was haltet ihr von diesem kleinen Mini-Modell? Seid ihr auch so ein großer Fan vom AAT? Da sagt ihr, darauf kann man definitiv verzichten. Wie gesagt, ab mit eurer Meinung unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um die nächsten Lego Star Wars Reviews zu 2024 nicht zu verpassen. Und schaut euch gerne auch das Video in Endcut an. Da habe ich euch nämlich dieses Lego Star Wars Battle Pack ein bisschen genauer gezeigt und euch auch ein bisschen gesagt, was man daran hätte definitiv verbessern können. Freut euch auf jeden Fall auf eins der nächsten Videos. Ich danke euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.